Filter. Sie trennen Stoffe und sie reinigen. Doch geht es wirklich nur um Trennung und Reinigung? Oder ist die Frage vielmehr, was macht einen Filter zum Küffner-Filter? Ist es das Material? Die Herstellung beginnt schließlich bei der Auswahl der Rohstoffe und über Qualität sollte man sich keine Gedanken machen müssen. Oder ist es technisches Verständnis? Tüftlergen. Kreativität, mit der sämtliche Anforderungen wie Druck, Temperatur oder Robustheit gelöst werden. Vielleicht ist es auch Erfahrung, denn wer seit Jahrzehnten Filter fertigt, der weiß, was er tut und auf was es ankommt. Der kennt das Einsatzgebiet, fertigt zuverlässig und gewissenhaft, egal für welche Branche. Wer sich im MÜH-Bereich bewegt, der leistet sich keine Abweichungen. Der kontrolliert und prüft, testet und erprobt. In diesem Bereich gibt es nur einen Wert: Genauigkeit. Wer im eigenen Reinraum fertigt, weiß, dass von diesem einen Filter ein Leben abhängen wird. Der fertigt bewusst, konzentriert, arbeitet fokussiert und stellt sicher, dass jedes Produkt genauso bearbeitet wird, wie es der Kunde erwartet. Wer täglich mehr als 1 Million Filter fertigt, der ist routiniert. Der setzt auf Abläufe, Maschinen und Automatisierung, die den Markt anführen. Hat Produktionskapazitäten, die flexibel sind und auf die man sich verlassen kann. Und verlässt sich dabei selbst auf Spezialisten, die ihr Werkzeug kennen. Wer täglich über 1 Million Filter fertigt, ist zuverlässig bis in die Substanz. Das ist es, was einen Filter zum Küffner-Filter macht.